Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Ich bin Jay und ich zeige euch heute, wie ihr das Elgato Stream Deck ein bisschen besser und günstiger haben könnt. Okay, let's go! Gut, ich dachte mir letztens, so ein Elgato Stream Deck, das wäre schon was verdammt Geiles. Ich dachte mir, ich könnte Programme starten, ich könnte Tasten belegen, frei wie ich will. Dachte mir, so ein Ding muss ich haben. Bis ich dann in einem Online-Store gesehen habe, was das Ding kostet. Und dann dachte ich mir, oh mein Gott, das musst du doch nicht haben. Ja, dann bin ich ein bisschen auf die Suche gegangen und bin dann auf diese Dinger hier gestoßen. Das sind USB-Numpads, werden eigentlich benutzt für Laptops hauptsächlich. Und die gibt es in allen Farben, Formen, Größen. Mit Beleuchtung, ohne Beleuchtung und auch hier spezielle Dinge, ist alles zu haben. Und das Geilste daran, die Dinger kosten zwischen 5 und 20 Franken. Das sind ein paar Euro. Es gibt natürlich auch solche für 200, aber denen lassen wir die Finger. Gut, dann habe ich mir so ein Ding bestellt und habe dann bemerkt, dass der Computer nicht unterscheiden kann, ob ich nun auf dem Numpad per USB oder auf dem normalen hier auf meiner Tastatur drücke. Und das war schon ziemlich ein Problem, weil dann ist es ja nicht wirklich nützlich. Dann habe ich mir ein bisschen gesucht, ich habe mir ein paar Programme runtergeladen, ein paar Makroprogramme runtergeladen und bin dann auf dieses hier gestoßen. Das ist das einzigste von den Programmen, dass es schafft, dass der Computer unterscheiden kann zwischen der Tastatur und dem Numpad. Dann habe ich mir das Ding runtergeladen. Es wird zwar hier nicht mehr fortgesetzt, wie wir hier lesen können, aber das ist nicht schlimm, weil das Programm kann schon alles, was es eigentlich muss. Gut, wenn ihr es runtergeladen habt, das ist natürlich kostenlos, ich werde den Link auch in die Beschreibung packen, dann sieht das Ganze etwa so aus. Eigentlich so. Dann geht ihr als erstes auf die Hilfe. Scrollt ein bisschen runter hier, bis ihr bei diesen Zeichen angelangt sind. Ihr müsst hier nichts programmieren können oder irgendwie, keine Ahnung, etwas von Computersprache verstehen wie in anderen Programmen. Einzige, was ihr hier müsst, ist euch diese Zeichen zu merken. Also das heißt, merken wir uns jetzt einfach, hier unten gibt es noch mehr Klammern, um verschiedene Tasten zu kombinieren. Und wenn ihr noch spezielle Tasten wollt, seht ihr hier, wie ihr es schreiben müsst. Gut, aber wir konzentrieren uns jetzt auf hier. Das heißt Plus gleich Shift. Damit ist die Shift-Taste natürlich gemeint, Control-Taste und die Alt-Taste. Wir merken uns jetzt einfach das Plus für Shift. Dann gehen wir hier auf Makros. Ihr seht, ich habe hier schon ein paar drin. Drücken hier oben auf Neu und geben uns hier einen Titel, Beispiel Shift 1. Dann können wir hier unten wählen bei Sendetastatursequenz, was gedrückt werden soll. Also das Ziel ist, wenn ich auf dem Numpad die 1 drücke, dass der Computer meint, ich drücke hier Shift und 1. Um das hier reinzuschreiben, drücken wir hier, wie gemerkt vorhin, das Plus und die 1. Also das heißt jetzt, wenn ich auf dem Numpad 1 drücke, denkt der Computer, ich drücke Shift und 1. Ich habe es jetzt hier mit Control, Shift und 1 gemacht, dann, weil diese Tasten braucht man eigentlich nicht im normalen Betrieb oder so am Computer und von daher eignen sie sich sehr gut für Hotkeys. Was ihr natürlich auch machen könnt, könnt hier auf Starte Anwendung, auf die drei Punkte und dann könnt ihr irgendeine Echse oder eine Verknüpfung wählen, die dann mit der Taste gestartet werden kann. Ist auch sehr geil und sehr praktisch. Wenn ihr dann hier fertig seid, drückt ihr hier oben auf Scan, drückt dann auf dem Numpad die Taste, die ihr für diese Kombination wollt. Also hier die 1. Ja, bei mir ist es natürlich schon belegt. Mache ich abbrechen. Dann seht ihr, ich zeige es euch einfach hier. Also, fertig sollte es ungefähr so aussehen. Hier oben seht ihr sowieso nur den Testbereich. Könnt ihr gucken. Also jetzt drücke ich mal die 1 auf der Tastatur. Seht ihr Keyboard 3, die 1. Wenn ich das auf dem Numpad tue,
ändert sich auf Keyboard 5 und die 1. Also, man merkt's. Wir merken uns Control, Shift und die 1. Hier unten, Pfeil heißt Control, Plus heißt Shift und die 1. Dann auf Scan, also Keyboard 5, das USB Notepad, die Taste 1. So haben wir unser Befehl. So müsst ihr alle Tasten hier belegen. Ihr seht, habe alles belegt. Und wenn ihr das habt, könnt ihr hier oben auf Kompiliere alles drücken. Dann sollte es eigentlich funktionieren. Was ihr noch beachten müsst, ist, das Programm startet nicht von selbst, aber es muss im Hintergrund die ganze Zeit laufen. Das heißt, ihr müsst das Ganze in den Autostart-Ordner packen. Könnt ihr eigentlich ganz einfach mit Windows-Taste R und dann Shell Doppelpunkt Startup. So, dann öffnet den Ordner hier. Und dann könnt ihr es einfach reinpacken in diesen Ordner und starten lassen von Windows. Ja, ganz einfach eigentlich und ist wirklich sehr, sehr hilfreich und funktioniert auch wirklich gut. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ansonsten gebt einen Daumen oder lasst es bleiben. Tut, was ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao.